So, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde FIFA 13 mit dem Silencer. Guten Tag, Mahlzeit und Hallo. Ja. Wir spielen jetzt unser zweites Match in FIFA, nämlich Dortmund gegen den ersten FSV Mainz. Boah, ich spreche den Namen sogar komplett aus. Sie, liebe wer jetzt? Heute. Ja, du! Ich habe aber nur Dortmund gesagt eben. Ja, der jetzt eine Borussia Dortmund sagen müssen, oder ja. Ballverein. Hätte ich noch machen. So, jetzt ist zu spät. Hier, Frank Buschmann. So, ja, Dortmund spielt jetzt am Samstag gegen Mainz. Dortmund hat jetzt gestern, glaube ich, auch wieder, 6-0 oder so gewonnen. Kann das sein? Kann sein. Kann sein. Ich habe das gar nicht verfolgt. Sie haben auf jeden Fall gewonnen. Und ein paar Tore geschossen. Und ich habe ja beim letzten Spiel mit Hannover gegen Bayern, habt ihr ja gesehen in dem anderen Video, was extrem geruckelig war, habe ich gegen Leon knapp verloren. Ja, die Führung hielt sich noch in Grenzen, das war wirklich sehr knapp. Gerade zum Ende hin wurde es mal knapp, aber ich habe es dann doch noch gerade so über die Zeit gebracht irgendwie. Aber, ja, du hast fast den Wartalk abgeschlossen. So, können wir jetzt hier mal, ich will hier mal weiter, ich will die Fassen da nicht sehen. Verdammte Scheiße hier! Oh, jetzt kommt. Oh. Warte, ich muss mich genau hinsetzen. So, jetzt bin ich am Start. So, heute auch mal bei mir ohne Facecam. Ja, aber ich denke mal, bei FIFA wird dir da keiner böse sein. Oh Gott, man merkt direkt schon Unterschied. Ja, bei FIFA, da ist jetzt eine Facecam jetzt nicht so wirklich wichtig, oder? Rein, da ist er! Bams, da hast du aber jetzt auch. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Reus! Guck dir ja, an. Ja, okay. Tja, aber man muss überlegen, man muss es auch spannend machen, weißt du? Auf jeden Fall. Von Dortmund erwartet man so etwas. Und wenn jetzt Mainz sich erstmal so ein paar Tore fangen lässt und dann gleich richtig stark zurückschlägt, dann rasten die Mainz-Fans aus, die Dortmund-Fans sind am Heulen und du bist sowieso am Heulen, da? Ja, guck dir das mal an, wie er sich den geholt hat. Ich bin ja total begeistert. Weißt du, wie kacklahm die alle sind? Weißt du, wie kacklangsam die alle sind? Ja, lauf doch! Fußballer werden. Boah, jetzt ist es vorbei. Das ganze Spielgefühl ist viel langsamer gleich. Ja, ne? Das ist insgesamt. Und mit dem Bayern rennst du hier durch, gerade gegen Hannover, wie es im ersten Spiel war, aber hier, puh. Wow, der war gut. Nein, was mach ich denn? Wie wolltest du den abschießen? Den Mann im Mond, oder was? Nein, was macht er denn? Nein! Was macht mein Torwart, Alter? Ich wollte einen schönen flachen Pass machen, weißt du? Komm, lauf doch! Boah, hast du nie gesehen? Scheiße. Lauf doch! Nee, ich hab nicht gesehen. Gib Hackengas! Gib Hackengas! Ja, der Klatschkopf, hier holt dich eh nicht ein. So lauf! Der ist. Oh. Wo wolltest du jetzt hinschießen, hä? Ich wollte hier links auf kurze Eck. Aber keine Ahnung. Ich hab noch nicht... Liebe Leute, ich habe noch nicht alle FIFA-Strategien so drauf. Ich habe noch nicht, ich habe das gerade mal anderthalb Wochen gespielt. Ich muss es erstmal ein bisschen checken. Ich spiele das auch das erste Mal eigentlich mit Controller. Komm, lauf, lauf, lauf! Oh, war der Gute, pass auf! Dreht, komm! Oh, nix da, hättest du wohl gern hier. Oh, meine Frau, ne? Die kommt gleich wieder an. Ey, du schreist wieder so rum und da. Danke, siehst du, hast du sie gehört? Oh, Alter, was für Tricks der drauf hat. Was für Tricks? Gib her die Pille. Lauf doch, der Glatzkopf hat ich dreh mich nur. Wenn du sich umdrehen als Trick ansiehst, dann hab ich coole Tricks drauf, ja? Oh, warum habe ich jetzt die Facecam nicht dabei? Und um Andreas Ivanschik. Da hat dann wieder. Oh. Einmal zu viel auf Passen gedrückt. Ja, das kenne ich aber. Oh. Warum ist denn der eben stehen geblieben? Er hätte zum Ball laufen müssen. Aber du Möse. Oh. Die Fans, die freuen sich. Ach, komm, hier, das muss rot geben. Nee. Hier. Nee. Oh. Okay, warte. Ich muss mich erstmal sammeln. Weißt du, oh Gott, wie ich schieße? Ah! Ich bin noch dahin gesprungen. Aber ich habe immer so den Drang, irgendwie nicht so ganz in die Ecke zu schießen, sondern immer nur so leicht angehaucht in eine Richtung, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Ja, ist auch schwierig, weil man echt drüber ziehen kann. Das haben die echt geil gemacht. Ja, das ist ja mittlerweile schon länger so. Ich glaube, das erste Mal war das beim letzten WM-Spiel so. Okay. Dass sie die Elfmeter in so einer Form drin hatten. Ist auf jeden Fall geiler als so dieses stumpfe Draufballern einfach. Ja, auf jeden Fall. Du meinst so? Ja. Du hast halt aus 11 Meter Entfernung. 30 oder. Okay.
Komm! Was war das jetzt? Komm, lauf! Nein! Nein! Was macht der denn? Warum schießt der denn nicht? Ich könnte kotzen, ne? Mach doch! Hindert dich doch keiner, die Facecam ist auf, sieht doch keiner. Jawohl. Oh, was mache ich denn? Nein! Oh, ich hab aussehen, das wäre der Schiri. Der Schiri ist ja nur in Signalrot hier. Lauf, 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 komm, komm, komm. Ich hab eben auf B gedrückt, hab dann ganz schön noch auf A gedrückt. Er hätte fast geschossen. Ich hab gerade noch so einen Pass bekommen. Sorry, falls man gerade bei mir in der Aufnahme hinten die Geräusche hört. Ich habe nämlich ein Soundpack in TeamSpeak, wo man hört, wenn jemand den Channel wechselt. Lol, also ich habe nichts gehört. Ja, aber bei meinem Soundpack hört man das. Oder auch wenn Leute vom Server kommen. Ja, wenn habe ich alles ausgestellt. Hey! Olle! guck mal, da liegt einer! Ja. Da liegt einer, der hat mal einen, so einen Typen von mir verletzt. Spucken wir drauf und mobben ihn. Spielst du mal die Pillins aus? Macht man das denn, wenn einer vom Gegner verletzt ist? Ja, wenn man so moralisch ist, ja, eigentlich schon, aber ich lasse es jetzt komm, einfach lauf, mal. Komm, lauf, 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 komm, den kriegst du noch, lauf! Oh. Er war ein bisschen zu steil, komm, jetzt auswechseln. Einwurf jetzt. Hey, was ist los mit meinem Verletzten? Warte mal kurz. Ich kann nicht pausieren, sobald du nicht im Ball besitzt bist. Ja, dann mach weg den Balkner. Ja, jetzt hast du gerade machen können. Jetzt warst du im Ball besitzt. Ja, ich weiß. Und dann verlierst du den Ball wieder. Achtung, komm, das Tor schießt noch eben. Oh. Gleiches wie mit dem Ribéry im ersten... Wow. Ja, auf jeden Fall. Immer auf kurz gesagt. Dann war es der Keeper. Was ja auch interessant wird, wenn wir ein bisschen länger zusammenspielen. Man checkt das ja... was für Strategien so der andere fährt. Ja. Und dann, dass man sich dann ein bisschen aneinander gewöhnt. Gerade bei FIFA merkt man das relativ schnell. Man kriegt auch immer so einen ersten Eindruck. Oder auch wenn man online gegen andere spielt. Du kriegst immer direkt so einen Eindruck, wie die spielen, ob sie gut sind, ob sie besser sind. Aber wenn die so aggressiv spielen und damit auch erfolgreich sind, dann habe ich meist schon immer so ein bisschen Schiss. Ja, das stimmt. Weil sie meist besser sind als ich. Zack, rein. Ja, war schon schön. Diesmal auch ausgeglichen. Diesmal ist es ein gutes Spiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Naja, die Bayern-Blamage da. Ja. Warten. Vielleicht wird es da wirklich so passieren, wer weiß. Ah. 50 Cent drauf wetten. Oder ein Euro. 8-0, Alter. Weißt du, was für Quoten oder Chris? Ich glaube, 8-0 wird gar nicht angeboten. Hungert. So, aber der Elfmeter, der hat sie wirklich wieder versaut. Ja, ein bisschen ja, schon, ja. Also ich hab's jetzt auch bei dir noch nicht so drauf mit den ganzen Pässen, dass ich halt mir eine richtig geile Spielsituation rausspiele. Muss ich ehrlich sagen, das habe ich bei Computergegner oder Online-Gegnern ein bisschen besser. Er versucht den Ball abzugrätschen. Komm! Ach, Mann! Hungert. Und auch mein Abwehrspiel ist auf jeden Fall ein bisschen... schlecht als sonst. Ein Pass aus. Zack, an die Rübe. Ja, hey! Die Flanke kommt nicht. Wow. Hey, was machst du denn da? So geht's aber nicht. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Komm jetzt. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Ja, was denn? Mach ihn noch da platt. Gehalten. Oh, hier. Gehalten. Ein Wunder! Ein Wunder! Ja, genau. Ein Wunder! Ein Wunder ist das! Oh, was hier für ein. Was ein Schuss hier! Und schon wieder Eckball. Lach dich! Alle Games sind weg! Hier in Führung gehen und wieder mal eine Chance leichtsinnig liegen gelassen. Kehl. Oh je, oh je! Oh je, nein, 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 lass es. Wir können über alles reden, du musst kein Tor schießen. Ja. Oh. Das Bällchen ist doch heiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, pass doch weg. Er hat einfach nicht mega Mumm. Das wissen wir natürlich längst, aber der einfach weg damit. Oh, was machen die denn da? Ach, danke für den Pass. Danke. oh Gott, die rennen mir alle hinterher zu dritt. Jetzt zieht er schon mal. Ey! Komm schon. Jetzt kommt schneller Pass! Lauf doch! Lewandowski. Von Hertha noch. Aufbauspiel des Gegners zerstört. Oh Gott. Piszczek. Attacke mit Gretscher.
Was macht der denn? Komm, lauf, 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 lauf. Nein, wo passt er denn hin? So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Wieso passt er denn direkt deinem Spieler zu? Ja, also, das ist Dortmund. Dortmund mag ich. Ich wollte eigentlich auch hin. Hier die Ball. Bam, bam, komm, laufen, 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 laufen. Wieder wolltest du auch hin? Ja, dein Spieler, weißt du? Ach so. Komm schon! Flagge Tor! Du magst Dortmund die Stadt und willst da hin. Was macht der denn? Warum schieße ich so eine Flanke, bitte schön? Ja? Ja, ich hab's halt noch nicht so raus mit den ganzen Stärken und so. Ja. Aber das kommt noch! Das kommt noch. Ich bin da eigentlich schon ganz zufrieden. Die ersten Wochen, wenn du PES spielst, ist eigentlich mal mega scheiße. Komm schon, lauf doch! Die Fans hier warten einen Flankenball. Ja, wenn wir das spielen würden, dann würde ich. Wow, wow! Wenn wir das spielen würden, dann würde ich wahrscheinlich mega verkacken bei PES. Können die da was draus machen? Weil da war ich wirklich, das habe ich wirklich nie wirklich gespielt. Ja, das ist auch ein bisschen, echt, muss man echt sagen, ein bisschen was anderes. Ich habe direkt FIFA in die Hände bekommen und habe es dann irgendwie, habe immer dran festgehalten. Wow! Ja. Jetzt müsste ja, aber eigentlich müsste ich ach, hätte ich mal hochgespielt. Aus, meine Flanke, komm! Guck mal, ich renne hier einfach durch deine Abwehr. Ich laufe einen Meter bis vor den Torwart und schieße, oh mein Gott. Ja, ich muss echt sagen, meine Abwehrarbeit ist bei dir nicht, trägt nicht so viel Früchte wie sonst. Mir wurde ja früher immer gesagt, dass ich in der Abwehr richtig scheiße wäre, aber beim Mittelfeld würde bei mir keiner durchkommen. Aber das war vor mehreren Jahren. Das ist schon und auch in der, okay, Xbox, ich spiele auch hier mit dem Controller. Oh. Das wäre die Möglichkeit gewesen, die riesen... Ah, schade. Ja, so, ich guck mal, ich würde an dir vorbeikommen. Und das macht er richtig gut. Oh Gott. Wow! Nein! In der 88. Minute, was ja. geht denn mit ihm? Alter. Ach, ist das schön. Nee, nee. Das hast du auch gesehen. Das ist ein großes Tor. Ja. Oh, nein, 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 nein. Zack, da ist er drin, aus Boah, was ein geiles Spiel, Alter! Warum geht das denn nicht gleich so? Guckt doch die Scheiße. Aber ey, ne, so richtig abgezogen ist er jetzt nicht, ey. Da hatte ich euch. Hast du den schönen Moment zerstört? Ja, tut mir leid. Das macht er gewohnt. Komm, jetzt nochmal alles rangeben hier. Jetzt nochmal jedes. Noch ein Tor, komm. Oh, komm, das muss ich losgeben. Das ist alles so langsam gerade gewesen. Nein! Den hole ich mir. So, jetzt Leon, lauf! Leon LP, lauf! Ach, nicht! Ja, du bedrängst mich so. Ich kann da nichts machen. Oh. Da gibt's wieder viel Nein, das Janik, war schön. Janik, wenn du die Aufnahme siehst, wir move'n dich nicht. Wir move'n dich bitte nicht. Boah, 2-2, ey. Boah, das war aber jetzt am Ende nochmal echt geil. Das war richtig geil. Auch wenn, ich sag jetzt mal, wenn wir es andersrum gespielt hätten, du Dortmund, ich meinst, dann hätte ich es wahrscheinlich verloren. Aber trotzdem war geil. So war es ein spannendes Spiel, gerade am Ende. Auf jeden Fall. Und ich bin fast sicher, es hat Ihnen genauso Spaß gemacht, wie mir, sich dieses Spiel anzusehen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, wie dem Herrn Breukmann, oder wie heißt Manni Breukmann? Braukmann? Du musst Verabschiedung machen, das ist dein Kanal-Video. Ja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Runde, wenn es heißt, Silencer verliert in FIFA. Ja, wir sollten das echt machen. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao.